So, heute geht es um den Atem. Der Atem spielt in der Arbeit von El Morya eine große Rolle, denn er erinnert uns immer wieder in den Channelings daran, den Atem zu beobachten. Nun, das hat mehrere Gründe. Denn wenn wir den Atem beobachten, dann sind wir nicht mit der Aufmerksamkeit im Außen. Das heißt, unsere Energie strömt nicht permanent nach außen, um zu schauen, wie reagieren die anderen, komme ich gut an, mache ich alles richtig, werde ich wertgeschätzt. Damit strömt unsere Energie permanent nach außen und es fließt im Grunde wenig zurück. Wenn wir dagegen die Entscheidung treffen, unseren Atem zu beobachten, zum Beispiel in so einer Meditation, dann fließt die Energie unserer Aufmerksamkeit unserem Atem zu. Und alles, dem Energie zufließt, muss sich verändern. Das ist ein physikalisches Gesetz. Wenn wir also unserem Atem Aufmerksamkeit schenken, und das heißt nicht, indem wir gucken, na, atme ich richtig, atme ich tief genug, kann ich das verbessern, sondern indem wir wirklich bereit sind, einfach nur zu beobachten, wie der Atem gerade fließt, sind wir letztlich eigentlich auch schon bereit, anzunehmen, wie der Atem fließt. Und indem so unsere Aufmerksamkeit dem Atem zufließt, beginnt der Atem ganz unmerklich zunächst sich zu verändern. Denn die Atemzüge beginnen dann ganz von selbst etwas länger und tiefer zu fließen. Damit nehmen wir nicht nur mehr Sauerstoff auf, sondern auch etwas, was wir im Grunde aus den Augen verloren haben, nämlich Odem, die Lebenskraft, die mit jedem Atemzug in uns Einzug hält. Und wenn wir unseren Atem nun beobachten und die Atemzüge beginnen länger und tiefer zu fließen, fließt mehr Lebenskraft in uns ein, die wirklich mit jedem Atemzug in uns einfließt und uns versorgt. Das heißt, wenn wir sehr hektisch leben, wirklich atemlos durchs Leben gehen, die Sprache sagt ja sehr viel, dann ist unsere Aufmerksamkeit häufig auf das Außen ausgerichtet und nicht auf uns selbst. Und wir atmen dann sehr flach oder schnell, ohne Atempausen. Und die Versorgung mit Lebenskraft ist sehr eingeschränkt. Wenn wir nun unserem Atem Aufmerksamkeit schenken, ganz bei uns ankommen, über den Atem geht das sehr leicht und die Atemzüge beginnen länger und tiefer zu fließen, dann verändert sich ja auch die Bewegung des Brustkorbes. Das heißt, wenn meine Atemzüge tiefer fließen, erweitert sich mein Brustkorb. Mit jeder Einatmung mehr als vorher. Das heißt, ich beginne mehr physischen Raum einzunehmen, ohne das entschieden zu haben. Obendrein fließt, wie gesagt, mehr Lebenskraft in uns ein. Und das heißt wiederum, da das eine Form von Energie ist, erweitert sich unser energetisches Feld, unser energetischer Raum. Man könnte auch sagen, unsere feinstofflichen Körper dehnen sich etwas aus. Das heißt, wir beginnen sowohl auf physischer Ebene als auch auf der feinstofflichen Ebene mehr Raum einzunehmen, ohne das entschieden zu haben. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Allein wenn wir uns unsere Aufmerksamkeit schenken, und das haben wir wirklich oft nicht gelernt, wenn wir uns unsere Aufmerksamkeit möglichst liebevoll schenken, wirklich einfach liebevoll schauen, wie fließt denn mein Atem gerade, wie ist denn mein Atem gerade, wo kann ich ihn fühlen, kann ich ihn im Brustkorb wahrnehmen. Kann ich wahrnehmen, wo die Einatmung beginnt, wo die Ausatmung beginnt? Gibt es überhaupt Atempausen, so wie ich atme? Dann kann alles in uns zur Ruhe kommen und wir können uns wirklich viel schneller erholen, weil der Atem länger und tiefer fließt. Und El Morya arbeitet sehr viel mit dem Atem, indem er uns immer wieder anleitet, den Atem zu beobachten, denn wenn wir mit dem Atemgeschehen verbunden sind durch unsere Aufmerksamkeit, dann trägt der Atem uns ganz leicht durch jedwede Emotion hindurch, denn letztlich begleitet er uns ja vom ersten bis zum letzten Atemzug in diesem physischen Leben. Er ist also eine ganz, ganz wichtige Sache. In diesem Sinne empfehle ich ganz einfach in der nächsten Zeit gelegentlich einmal innezuhalten, den Atem zu beobachten und einfach zu schauen, der Atem sich verändert. Ob man ruhiger wird und wie sich das anfühlt. Demnächst ein wenig mehr dazu aus der Arbeit von El Morya.